أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Es geht weiter inshallah ta'ala mit den großen Zeichen der Stunde. Und diese großen Zeichen der Stunde sind allesamt nicht eingetreten. Also noch keine dieser großen Zeichen ist eingetreten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte im Hadith diese großen Zeichen. Allerdings ist die Reihenfolge der Erwähnung im Hadith nicht unbedingt die Reihenfolge des Eintretens, wie die Ulama gesagt haben. Al-Mubarak Furi sagte, die Überlieferungen sind bezüglich der Reihenfolge der 10 Vorzeichen unterschiedlich. Aus diesem Grund haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam lautet, sie, also die Stunde, wird nicht eintreten, bis ihr davor 10 Zeichen sehen werdet. Dann erwähnte er, der Rauch, der Dajjal, das Tier, der Aufgang der Sonne aus dem Westen, das Herabsteigen Isas, Sohn Maryams, alayhi salam, Ya'juj und Ma'juj, 3 Erdrutsche, ein Erdrutsch im Osten, einer im Westen und einer auf der arabischen Halbinsel. Und zuletzt ein Feuer, das aus dem Jemen austreten und die Menschen zum Ort ihrer Auferstehung treiben wird. Ein anderer Wortlaut lautet, die Stunde wird nicht eintreten, bis 10 Zeichen erscheinen. Ein Erdrutsch im Osten, einer im Westen und einer auf der arabischen Halbinsel. Der Rauch, der Dajjal, das Tier der Erde, Ya'juj und Ma'juj, der Aufgang der Sonne aus dem Westen, ein Feuer, welches aus dem tiefen Edens austritt und die Menschen vertreibt. Shu'bah sagte, also jemand in der Überlieferungskette, und das 10. war das Herabsteigen Isas, alayhi salam, Sohn Maryams. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alayhi wasallam, beeilt euch mit den Taten, bevor 6 eintreten werden. Der Aufgang der Sonne aus dem Westen, oder der Rauch, oder der Dajjal, oder das Tier, oder die eigene Angelegenheit, oder die Angelegenheit der Allgemeinheit. Mit der eigenen Angelegenheit ist der Tod gemeint, also du sollst dich beeilen mit guten Taten, bevor du stirbst. Und die Angelegenheit der Allgemeinheit ist eben der Tag der Auferstehung. Das sind also einige Überlieferungen, in denen die Zeichen der Stunde erwähnt wurden, also die großen Zeichen der Stunde. Möge Allah uns vor allen Versuchungen bewahren. Kommen wir zu dem ersten Zeichen. Wie gesagt, das muss jetzt nicht chronologisch sein, ja? Und zwar der Rauch. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte den Rauch im Koran, als er sagte, so erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt, der die Menschen überdecken wird, das ist eine schmerzhafte Strafe. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sagte, Al-Bukhari überlieferte über Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er dies damit gedeutet hat, was den Leuten Quraischs passiert ist. So erlitten sie Hunger, da der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihnen eine dürre Zeit gewünscht hat. So haben sie aus Hunger einen Rauch über sich gesehen. Allerdings ist dies eine seltsame Deutung.
die von keinem anderen Gefährten überliefert wurde. Einige spätere Gelehrten versuchten, diese Deutung zu entkräftigen, da Hudhaifa ibn Usaid den Hadith berichtete, die Stunde wird nicht eintreten, bis ihr davor 10 Zeichen sehen werdet. Und dann erwähnte er unter anderem der Rauch und der Dajjal und das Tier und so weiter. Und auch im Hadith von Abu Huraira radiallahu anh wird berichtet, beeilt euch mit den Taten, wie wir gerade eben gesehen haben. Und da wurde auch ein Rauch erwähnt. Diese beiden Hadithe in Sahih Muslim sind marfu', also sind Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sind dem Hadith mawquf voranzustellen. Al-Mawquf ist also eine Aussage des Gefährten radiallahu anh. Und wenn wir ein Hadith haben, der eine Aussage des Gefährten ist, und wir haben ein Hadith, der eine Aussage des Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam, dann ist ja klar, dass wir den Hadith bevorzugen, der eine Aussage des Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam. Es kann sein, dass der Sahabi das nicht mitbekommen hat oder auch andere Gründe. Auf jeden Fall, die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, besagt, dass es einen Rauch gibt. Das bedeutet, die Ayah meint nicht die Situation der Mekkaner, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gegen sie gemacht hat, und zwar, sie mögen eine Dürreperiode erfahren, wie die Dürreperiode zu Zeiten Yusufs alaihi salam. Jazakallahu khair. Und dann gab es eine Dürreperiode, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht noch einen Rauch geben wird, der in der Zukunft eintreten wird. Daneben wird im Koran offensichtlich von einem Rauch gesprochen, der die Menschen überdeckt. Und dies ist eine allgemeine, wirkliche Angelegenheit, barakallahu fik, und nicht, wie es über Ibn Mas'ud überliefert wurde, nur eine Vorstellung. Weil, das heißt, die Mekkaner haben ja keinen Rauch gesehen, sondern aus Hunger dachten die, da ist ein Nebel, da ist ein Rauch. Aber dieses Zeichen ist ja keine Fata Morgana, ja, das ist ja keine Vorstellung, sondern es ist etwas, was tatsächlich eintreten wird. Denn Allah sagte, so erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt. Also einen offensichtlichen, deutlichen und klaren Rauch, nicht etwa eine Illusion aufgrund des Hungers. Das ist also das erste Vorzeichen. Und Ali radiallahu anh sagte, dass das noch nicht eingetreten ist. Das ist also nochmal ein Beweis dafür, dass es nicht eben diese Erscheinung war, die die Mekkaner gesehen haben. Er sagt, das Vorzeichen des Rauchs ist noch nicht eingetreten. Es trifft den Gläubigen wie eine Erkältung und den Ungläubigen wird es anschwellen lassen, bis er stirbt. Möge Allah uns davor bewahren. Ja, also das ist eine Erläuterung von Ali radiallahu anhu wa ardah. Das nächste Zeichen der Stunde, das große Zeichen, ist Al-Masih, Al-Dajjal, möge Allah uns vor ihm bewahren. Der Grund, warum er Al-Masih genannt wird, ist unter den Gelehrten umstritten, also es gibt unterschiedliche Ansichten. Dabei wird der Begriff Masih sowohl zum Lob benutzt, als auch zum Tadel. Also der Begriff Masih muss nicht unbedingt was Negatives bedeuten, sondern kommt darauf an, wer damit bezeichnet wird. Beim Dajjal ist es eine negative Bezeichnung. Aber Isa a.s. wird ja auch Al-Masih genannt. Al-Masih Isa ibn Maryam, der Messias. Was bedeutet nun Al-Masih beim Dajjal? Einige sagen, er wurde so benannt, da sein Auge verwischt. Also vom arabischen Wort Mamsuh. Masaha ist wischen. Ja, das heißt, ein Auge ist nicht richtig vorhanden. Und deswegen heißt er Al-Masih.
wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal hat ein verwischtes Auge. Ad-Dajjalu mamsuhu al-Ain. Und der Ausdruck Dajjal bedeutet Lügner. Und er wurde so genannt, weil er eben behauptet, er sei Gott. Ibn al-Athir sagte, er wurde al-Masih genannt, weil ein Auge verwischt ist. Denn al-Masih ist derjenige, dessen Gesichtshälfte verwischt ist, sodass er kein Auge und keine Augenbrauen besitzt. Im Gegensatz dazu wurde Isa a.s. als al-Masih bezeichnet, weil er über die Kranken gestrichen hat. Deswegen wurde er al-Masih genannt, sodass sie durch die Erlaubnis Allahs geheilt wurden. Also einmal al-Masih beim Dajjal und einmal al-Masih bei Isa a.s. Und der Ausdruck Dajjal, wie gesagt, bedeutet Lügner, weil er eben lügen wird und Unwahrheiten aufsagen wird. Al-Masih al-Dajjal, möge Allah uns vor ihm bewahren, ist die größte Versuchung aller Zeit. Das muss man sich mal vorstellen, das muss man einmal verinnerlichen. Die größte Prüfung und Versuchung aller Zeit. Was heißt das? Es ist das Gefährlichste, was es überhaupt gibt, für den Glauben eines Menschen. Es gibt viele Sachen, die gefährlich sind, viele Scheinargumente, Versuchungen, Begierden und so weiter und so fort. Aber mit Abstand das Schlimmste, Fatalste, Verheerendste ist die Erscheinung des Messias ad-Dajjal, möge Allah uns vor seiner Versuchung bewahren. Und das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Zwischen der Erschaffung Adams und dem Eintritt der Stunde gibt es keine größere Angelegenheit als der Dajjal. Ja, das schaut euch mal die Geschichte der Menschheit an, was alles passiert ist. An-Namrud war da, Pharaon war da, viele Tyrannen, viele Probleme, Konflikte, Versuchungen, das ist alles nichts im Gegensatz zum Dajjal, möge Allah uns davor bewahren. Und das Problem ist, Pharaon ist tot, Namrud ist tot, das haben wir alles hinter uns, also die Menschheit. Aber der Dajjal, der kommt noch. Möge Allah uns davor bewahren. Und wie gewaltig die Gefahr des Dajjal ist, zeigt auch, dass alle Propheten vor ihm gewarnt haben. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, ich warne euch vor ihm. Und es gibt keinen Propheten, der nicht vor ihm gewarnt hat. Nuh warnte sein Volk. Ich werde euch aber etwas berichten, was kein Prophet vor mir seinem Volk berichtet hat. Ihr wisst, dass er einäugig ist und dass Allah nicht einäugig ist. Subhanallah. Wenn man diesen Hadith hört, Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam gibt uns hier einen Beleg, wenn wir den Dajjal sehen, möge Allah uns den Dajjal nie sehen lassen. Ja Rabbi, nimm uns, bevor der Dajjal kommt. Ja Rabbi, lass uns sterben ohne Versuchung, ja Rabbi. Aber wenn jemand leben sollte und der Dajjal ist da, dann soll er sich eins merken. Allah ist nicht einäugig. Hier stellt man sich doch die Frage, Sekunde mal. Ich werde doch nicht glauben, ein Mensch sei Gott. Oder nicht? Glaubt ihr, ein Mensch ist Gott? Möge Allah uns festigen. Aber warum sagt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber guckt mal, ein wichtiger Hinweis, wenn ihr ihn seht, nicht, dass ihr denkt, er sei Gott. Denn Allah ist nicht einäugig, subhanahu wa ta'ala. Das zeigt, wie gewaltig die Versuchung ist. Das zeigt, dass die Menschen, die wissen, dass Allah kein Mensch ist, diese Info brauchen, damit sie ihm nicht glauben. So sehr wird er die Menschen in die Irre leiten. Subhanallah. Und hier sehen wir, wie wichtig die Aqida über die Eigenschaften Allahs ist.
Hier ist ja wohl klar, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht einäugig, aber Ad-Dajjal ist einäugig. Das heißt nicht, wie manche Bilder gemacht wird, der hat so ein Auge und der hat zwei Augen, aber eins ist zu. Ja, also er kann nur mit einem Auge sehen, wie wir noch sehen werden. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam berichtete sehr detailliert, wie dieses eine kranke Auge ist. Ja? Auf jeden Fall, das ist so gewaltig, dass wir lernen, Ad-Dajjal ist eine gewaltige Versuchung. Und wenn jeder Prophet die Menschen davor gewarnt hat, dann wissen wir, das ist kein Spaß, das ist kein Spiel. Auch wenn du jetzt weißt, es gibt Allah, Allah ist der Einzige, Allah ist kein Mensch, wenn der Dajjal kommt und Allah dich nicht festigt, denkst du, er sei Gott. Möge Allah uns davor bewahren. Und wir sehen ja jetzt schon, liebe Geschwister, der Dajjal ist noch nicht erschienen. Wir werden gleich sehen, er lebt, ja, aber er ist nicht erschienen, nicht hervorgetreten. Und die Menschen laufen oder am Band in die Irre, oder nicht? Menschen glauben alles. Einige glauben an die Kühe, ja, dass sie Götter sind, die anderen an Affen, die anderen an Feuer, die anderen beten den Satan an. Dann andere, jetzt mal im Umkreis der Muslime, die einen schauen sich Sachen an über zum Beispiel die Leugnung der Sunna oder sowas, dann glauben sie dem auch noch. Ja, also man sieht, Menschen glauben sehr leichtfertig den Leuten. Irgendein Influencer, YouTuber, Instagrammer, wie die alle heißen, TikToker. Und er hat dann Leute, die ihm folgen. Was glaubt ihr, wie es dann beim Dajjal ist? Diese Instagrammer, Influencer und so weiter, die können es nicht regnen lassen und nicht blühen lassen. Und selbst wenn in einem Fake-Video, dann weiß jeder, ja, das ist Fake. Dajjal wird kein Fake-Foto machen. Der wird es blühen lassen, in der Realität. Er wird es regnen lassen, in der Realität. Und dann weißt du, wenn nicht Allah dich festigt, gute Nacht. Das ist außen vorbei. Dann bist du dieser Versuchung, also dann bist du eben in diese Versuchung gefallen, möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in jedem Gebet, am Ende des Tashahud, Tahiyatullah, Salawat und so weiter, hat er Zuflucht gesucht vor dem Dajjal. So schlimm ist diese Fitna. Und wir sehen ja jetzt schon, wie schlimm Social Media ist. Denn wenn ein Mensch an Allah glaubt und an den Propheten glaubt, sallallahu alaihi wasallam, und dann am Ende durch irgendwelche Videos und so weiter, glaubt er nicht mehr an den Koran oder nicht mehr an Allah. Leider gibt es Menschen, die den Islam verlassen haben, die nicht mehr an Allah glauben, aufgrund von einigen Videos oder nicht mehr an, wie gesagt, die Sunna glauben oder nicht mehr glauben, dass die Sahaba vertrauenswürdig sind und so weiter. Es gibt ja unzählige Glaubensfehler. Und das alles ohne Dajjal. Möge Allah uns vorbewahren. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wurde kein Prophet entsendet, der seine Gemeinschaft nicht vor dem einäugigen Lügner gewarnt hat. So wisst, dass er einäugig ist und euer Herr ist nicht einäugig. Zwischen seinen Augen steht Ungläubiger geschrieben. Das bedeutet, und das sehen natürlich nur die Gläubigen, möge Allah uns davor bewahren, ihn überhaupt zu sehen. Möge Allah uns vor dieser Versuchung bewahren. Ja Rabbi, nimm unsere Seelen, bevor der Dajjal kommt. Das wollen wir gar nicht erst erleben. Wir wollen sterben ohne diese Versuchung. Weil du weißt nicht, ob du die Prüfung bestehst. Und wenn du Professor für Aqida bist, heißt das noch lange nicht, dass du die Prüfung bestehst. Denn noch einmal, die Tatsache, dass du gelernt hast, bedeutet nicht, dass du die Info parat hast, wenn du sie brauchst.
Und das gilt bei vielen Sachen, auch bei diesen drei Fragen, Munkar wa Nakir im Grab. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Glaubst du, das ist einfach? Okay, ich lerne es jetzt. Wer ist mein Herr? Allah. Wer ist Prophet? Rasul. Was ist meine Religion? Islam. So, wiederholen wir 10 Mal am Tag. Glaubst du, das reicht? Du weißt doch ganz genau, das hast du. Wer hat das nicht, diese Erfahrung gemacht? Du hast gelernt, was du einkaufen sollst. Du bist jetzt in dem Einkaufsmarkt, ja? Was war das nochmal? Hallo? Was hast du gesagt? Soll ich mal einkaufen? Genau. Oder nicht? Oder in der Arbeit, in der Prüfung. Wie war das nochmal? Die eine Formel. Gestern habe ich sie doch noch gelernt. Die ist weg. Und das ist jetzt keine gefährliche Situation, der Laden, wo du einkaufen gehst oder die Prüfung in der Schule oder an der Uni. Aber im Grab, möge Allah unsere Gräber Gärten des Paradieses sein lassen. Und Munkar und Nakir kommen dann in einer Gestalt. Möge Allah uns Munkar und Nakir in bester Gestalt schicken. Wenn sie in einer düsteren, finsteren Gestalt erscheinen, glaubst du, du erinnerst dich dann? Was die richtige Antwort ist? Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die nicht antworten werden, sagen, der will sich erinnern. Guck mal diese Überlieferung. La adri. Der hat nicht sofort gesagt, la adri. Die Antwort war nicht, ich weiß es nicht. Nee. Erst diese, nennt man das Füllwörter oder sowas ähnliches, kann das sein? Dieses gibt ja Leute, wenn sie reden, müssen sie immer sagen oder Dingens oder irgendwas anderes. Ja? Diese, ja? Auf jeden Fall, diese Füllwörter hier, die sind ja nicht ohne Sinn, wurden die erwähnt. Was ist das? Er will sich erinnern. Sekunde mal, lass mir ein bisschen Zeit, aber es bringt nichts. Er sagt, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Möge Allah uns Festigkeit und Standhaftigkeit im Grabe geben. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla: "Yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya." Also sagt einige Tafsirgelehrten sagen, die Ayah meint, also Allah festigt die Gläubigen mit dem festen Wort in der Dunya, also entweder während dem Tode, dass sie la ilaha illallah sagen, oder auch im Grabe, bevor es zum Jenseits kommt. Möge Allah uns festigen. Also diese Informationen sind nicht das einzige Mittel. Sie sind wichtig, lern nicht mehr. Ich sage ja nicht, es macht keinen Sinn mehr zu lernen, sondern du sollst lernen, aber auch dich zu Allah nähern, dass er dich beschützt und bewahrt. Es reicht also nicht nur die Theorie, wie ich immer sage, Iblis weiß mehr als wir alle. Bringt es ihm was? Nein. Warum? Weil er sich nicht unterworfen hat. Weil er nicht das umgesetzt hat, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Die Gestalt des Dajjal hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr detailliert beschrieben. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagte er, dann habe ich mich umgedreht und sah einen roten, kräftigen Mann mit krausem Kopf. Sein rechtes Auge fehlte, als ob sein Auge eine hervorgehobene bzw. erloschene Traube wäre. Ich sagte, wer ist das? Sie sagten, das ist der Dajjal. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist ein junger Mann mit sehr krausem Haar, also keine glatten Haare. Sein Auge ist hervorgehoben, also entweder steht es so ein bisschen raus, also dieser Augapfel. Es gibt ja Menschen, die haben einen Augapfel, nicht dass der Augapfel komplett raus ist, ja, sondern es gibt ja Augen, die sind ein bisschen mehr draußen, andere sind ein bisschen mehr drinnen in dieser Höhle oder wie man die nennt. Ja. Er sagt nun, sein Auge ist hervorgehoben bzw. erloschen. Ich meine, dass er Abdul Uzza ibn
Qatan ähnelt. Ja, jemand, der eben damals gelebt hat. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich habe euch so oft vom Dajjal erzählt, so dass ich befürchtet habe, dass ihr ihn nicht erkennt. Der Lügenmessias ist ein kurzer Mann mit breitbeinigem Gang. Subhanallah, also das ist ja eine Beschreibung, da kann man ja fast ein Phantombild draus machen, ja, oder? Ja, das ist so detailliert, selbst sein Gang und so weiter, seine Haare, seine Augen, ist ein kurzer Mann mit breitbeinigem Gang und krausem Haar. Er ist einäugig, sodass sein Auge nicht vorhanden ist. Weder steht es hervor, noch ist es eingesunken. Sollte er euch nicht eindeutig sein, dann wisset, dass euer Herr nicht einäugig ist. Subhanallah. Da wieder diese Aqida-Spritze, dass du weißt, Allah ist nicht einäugig. Eine weitere Beschreibung lautet, was den Messias der Irreleitung angeht, so ist er einäugig, hat eine hohe Stirn und eine breite Brust und er wird buckelig sein. Hohe Stirn, also der Haaransatz ist ein bisschen weiter oben. Das bedeutet hohe Stirn. Eine breite Brust und er wird buckelig sein. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Der Dajjal hat kein linkes Auge. Vorhin war was? Rechtes Auge. Der Dajjal hat kein linkes Auge. Er hat dichtes Haar. Und er besitzt eine Hölle und ein Paradies. Doch seine Hölle ist ein Paradies. Und sein Paradies ist eine Hölle. An-Nawawi rahimahullah erklärte, wie die Hadith in Einklang gebracht werden, da in einigen davon die Rede ist, dass der Dajjal kein rechtes Auge besitzt und in anderen wird erwähnt, dass er kein linkes Auge besitzt. Er sagte, rahimahullah, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als ob sein Auge eine hervorgehobene, erloschene Traube wäre, bedeutet, dass das Augenlicht erloschen ist oder dass es hervorgehoben ist. Hier wurde erwähnt, dass es das rechte Auge ist. In einer anderen Überlieferung heißt es, der Dajjal hat kein linkes Auge. Beides wurde bei Muslim am Ende des Kapitels überliefert. Also beide sind authentisch, die Ahadith. Al-Qadi Iyad An-Nawawi zitiert Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad sagte, im Hadith wird erwähnt, dass er ein verwischtes Auge hat und dass es weder hervorsteht noch eingesunken ist. Dies ist die Beschreibung einer Traube, wenn die Flüssigkeit fließt. So wie ausgequetscht oder so ein bisschen, ja, gedrückt. In anderen Beschreibungen heißt es, dass es aussieht wie ein Himmelskörper. Oder dass er einen hervorgetretenen Augapfel besitzt, als ob es Schleim ist, der an einer Wand haftet. Diese Hadithe kann man in Einklang bringen, sodass das verwischte Auge, welches nicht hervorsteht, noch eingesunken ist, also es steht weder hervor, noch ist es eingesunken, und das erloschen ist, das ist das rechte Auge. Und das hervorgetretene Auge, das aussieht wie ein Himmelskörper, als ob es an einer Wand hängender Schleim ist, und das hervorgehobene Auge ist, das ist das linke Auge. Also beide Augen sind etwas komisch. Also Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beschrieb einmal das rechte Auge und einmal das linke Auge sehr detailliert, ja, ob es eben eingesunken ist oder nicht und so weiter. Was zeigt, wie detailliert eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Dajjal beschrieben hat. Demnach ist jedes Auge fehlerhaft. A'war. A'war bedeutet also, er hat kein Auge oder eben, dass es, er kann mit dem Auge nicht sehen. Beide sind problematisch, nur eins schlimmer als das andere. Ja? Aber er hat Probleme mit beiden Augen.
da eines nicht mehr vorhanden ist und das andere ist missgebildet, also fehlerhaft. Ende des Zitats des Qadi. Nawawi sagt weiter, und seine Aussage ist unglaublich treffend und Allah weiß es am besten. Und so sehen wir, wie die Ulama die Ahadith immer in Einklang bringen. Und das ist die Kunst der Gelehrsamkeit, dass man die Ahadith versucht in Einklang zu bringen. Und dafür brauchst du viel Wissen über andere Ahadith. Du musst ja sämtliche Ahadith kennen, damit du weißt, ja Sekunde, das wie ein Puzzle. Dass du sagst, okay, hier, das und das passt zusammen, zack. Und deswegen sagte An-Nawi, der große Imam, über Al-Qadi Iyad, ja, der melikitische Imam, dass das grandios von ihm war. Also das war eine Herleitung, die trefflich ist. Eine weitere Besonderheit seiner Gestalt ist, dass auf seiner Stirn Kafir steht, wie bereits erwähnt. Und zwar sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zwischen seinen Augen steht Kaf, Fa und Ra. Kafir, also Kaf, Fa und Ra. In einem anderen Wortlaut heißt es, jeder Gläubige liest es, gleich ob schriftkundig oder nicht. Subhanallah. Möge Allah uns die Wahrheit erkennen lassen als Wahrheit und uns die Wahrheit umsetzen lassen. Und möge Allah uns die Unwahrheit als Unwahrheit erkennen lassen und uns die Unwahrheit meiden lassen. Allah subhanahu wa ta'ala wird jedem Gläubigen dieses Zeichen sehen lassen. Aber was heißt gläubig? Heißt das nur mit Lippenbekenntnis? Oder eher jemand, der es auch lebt, den Glauben, der den Glauben umsetzt, der dafür sorgt, eben in solchen Zeiten gerettet zu werden. Und wie schon öfters erwähnt, im Umgang mit Allah kannst du nur abheben, wenn dein Konto gedeckt ist. Was soll das heißen? Wenn dein Iman-Konto gedeckt ist, du hast was zurückgelegt an guten Taten, dann kannst du abheben, ich brauche jetzt Geld, ich habe ein Problem. Ich brauche jetzt Iman, ich habe ein Problem. Aber wenn dein Konto leer ist, wo sind die Hasanat? Sind nicht da. Dann willst du natürlich abheben, damit du Schutz hast, aber kannst du nicht. Und deswegen müssen wir für Versuchungen, liebe Geschwister, aller Art, und für die Schlimmste natürlich erst recht, immer ein Depot aufbauen an guten Taten. Egal welche guten Taten. Schau dir an, was für eine gute Tat kannst du sehr oft machen. Mach sie so oft du kannst. Du bist jemand, der mag Koran lesen, lies viel. Du bist jemand, der spendet gerne, spende viel. Du bist jemand, der fastet gerne, faste viel. Bau dir ein Depot auf, sodass, wenn eine Versuchung da ist, Allah dir hilft. Denn das ist der Grund, warum dann die Info, warum du sie parat hast. Nicht dein IQ, sondern dein Imanstand. Wie viel Iman hast du? Was heißt, wie viel Iman hast du? Also wie viele guten Taten hast du gemacht? Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, auch ein grandioser Hadith-Wissenschaftler. Und er ist auch so ein Gelehrter, der es einfach drauf hat, was es angeht, wenn man Hadithe in Einklang bringen muss. Er sagte, Allah erschafft die Fähigkeit der Wahrnehmung durch die Augen des Dieners, wie er und wann er möchte. Also wie Allah und wann Allah es möchte. So wird der Gläubige es mit seinen Augen sehen, auch wenn er schriftunkundig ist. Und der Ungläubige wird es nicht sehen, selbst wenn er schriftkundig ist. Subhanallah. Siehst du nicht, da steht Kafir. Wo steht der Kafir? Obwohl er Arabisch kann. So sieht der Gläubige die Beweise durch seine Einsicht, wobei der Ungläubige es nicht sieht. Subhanallah. Wir sehen die Sonne, wir sehen die Wolken, wir sehen alles Mögliche und erkennen dadurch, dass Allah existiert. Aber derjenige, der nicht glaubt, er sieht das nicht. Er weiß, es gibt die Sonne, aber er kann die Einsicht
nicht erreichen. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt, es erblinden nicht die Augen, vielmehr erblinden die Herzen in den Brüsten. Ibn Hajar rahimahullah sagt weiter, denn Allah erschafft die Wahrnehmung selbst ohne Lernprozess, denn zu jener Zeit herrschen übernatürliche Verhältnisse. Möge Allah uns vor dieser Versuchung bewahren. Der Dajjal, liebe Geschwister, existiert bereits. Möge Allah uns vor ihm bewahren. Und das erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem langen Hadith, den wir inshallah uns anschauen jetzt. Und zwar berichtete Fatima bint Qais, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Und hier sehen wir, dass es viele Hadith gibt, die wir von den Sahabiyat radiallahu anhunna jami'an nehmen. Ja, das heißt, es gibt viele Gefährtinnen, die Wissen vermittelt haben. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam versammelte die Sahabe und sagte, wisst ihr, weshalb ich euch versammelt habe? Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, wahrlich bei Allah, ich habe euch nicht versammelt, um euch zu ermutigen, Gutes zu tun oder vor dem Übel und seinen Konsequenzen zu warnen. Also ich will euch jetzt nicht sagen, mach dies oder mach dies nicht. Es geht nicht darum, sondern stattdessen versammelte ich euch, weil Tamim ad-Dari ein Christ war, doch dann kam er, schwor die Treue und nahm den Islam an. Und er berichtete mir einen Hadith, der mit dem übereinstimmt, was ich euch bezüglich Messias ad-Dajjal überliefert. Er sagte, wer, Tamim ad-Dari, der Gefährte, radiallahu an, erzählte dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, was ihm passiert ist. Er sagte, dass er mit 30 Männern auf einem Schiff war und sie sind aufs Meer hinausgefahren. Die Wellen spielten mit ihnen für einen Monat und sie ankerten an einer Insel im Meer. Also da gab es Wellen, sie wussten nicht mehr wohin und so weiter. Auf einmal, die Wellen brachten sie an eine Insel, wo die Sonne untergeht. Sie saßen am niedrigsten Teil des Schiffes, welcher an der Küste anlegte, und sie betraten die Insel, sind raus aus diesem Schiff. Sie trafen auf etwas, das sehr behaart war, mit dicken und vollen Haaren, mit so vielen Haaren, dass man nicht erkennen konnte, was die Vorder- und was die Hinterseite war. Irgendein Ding, voller Haare, und die wussten nicht, was vorne und hinten hier. Sie sagten, wehe dir, was bist du? Es sagte, ich bin Al-Jassasah, ein Biest, das Dinge für Dajjal ausspioniert. Sie sagten, und was ist Al-Jassasah? Dieses Ding sagte, o ihr Menschen, geht zum Mann in dem Schloss, denn er ist begierig, eure Neuigkeiten zu hören. Tamim sagte, als es uns einen Mann nannte, bekamen wir Angst vor ihm. Wir fürchteten, dass es eine Teufelin ist, dieses Ding da, dieses Vieh. Wir beeilten uns und wir betraten das Schloss und darin sahen wir den größten Mann körperlich gesehen, den wir je gesehen haben. Er war an Ketten gefesselt, wobei seine Hände am Nacken gebunden waren. Zwischen seinen Knien und Fersen war er an Ketten gebunden. Wir sagten, wehe dir, was bist du? Er sagte, ihr seid in der Lage gewesen, von mir zu erfahren, so teilt mir mit, was seid ihr? Wir sagten, wir sind von den Arabern. Wir fuhren auf einem Schiff und wir waren auf dem Meer, als es stürmig wurde. Die Wellen spielten mit uns für einen Monat und dann haben wir Schutz auf dieser Insel von dir gesucht. Wir saßen auf dem niedrigsten Teil unseres Schiffes, welches auf der Seite der Küste war, und wir betraten die Insel. Wir trafen ein Biest mit dicken Haaren und es war sehr behaart. Es hatte so viele Haare,
dass wir nicht wussten, wo vorne und wo hinten ist. Wir sagten zu ihm, wehe dir, was bist du? Es sagte, ich bin Al-Jassasa. Dann sagte es, geht zu diesem Mann in dem Schloss, denn er ist begierig, eure Neuigkeiten zu hören. Wir eilten zu dir. Und wir wurden von ihm befreit, denn wir fühlten uns vor ihm nicht sicher. Also sie sagten, also wir hatten Angst vor diesem Biest. Der Mann fragte, erzählt mir von den Dattelbäumen in Beisan. Das ist ein Ort in Ascham, in der Nähe des Jordans. Wir sagten, was ist damit, dass du uns danach fragst? Was soll damit sein? Er sagt, ich frage euch nach seinen Dattelbäumen. Tragen sie Früchte? Wir sagten, ja. Er sagte, die Zeit ist nahe, wenn sie keine Früchte tragen werden. Er sagte, erzählt mir vom See Tabariya. Wir sagten, das ist auch in diesem Gebet, wir sagten, wonach fragst du in Bezug darauf? Er sagte, gibt es darin Wasser? Wir sagen ja. Wir sagten ja, es hat viel Wasser. Er sagte, das Wasser wird bald verschwinden. Dann sagte er, erzählt mir von dem Brunnen in einem Gebiet in Scham. Sie sagten, wonach fragst du in Bezug auf den Brunnen? Er sagte, gibt es Wasser in dem Brunnen? Und bebauen seine Leute Land und nutzen dabei sein Wasser? Wir sagten ja, er beinhaltet viel Wasser und die Menschen betreiben Landwirtschaft und nutzen sein Wasser. Er sagte, erzählt mir von dem Propheten der Analphabeten. Was hat er getan? Sie sagten, er hat Mekka verlassen und bewohnt Yathrib, also Medina. Er sagte, haben die Araber ihn bekämpft? Wir sagten ja. Er sagte, und was hat er mit ihnen getan? Wir teilten ihm dann mit, dass er über die Araber siegreich war, die ihm nahe waren und dass sie ihm gehorchten. Er fragte, ist dies tatsächlich geschehen? Wir sagten ja. Er sagte, es ist wahrlich besser für sie, ihm zu gehorchen und er wird euch von mir erzählen. Ich bin Al-Masih Ad-Dajjal. Und die Zeit ist nahe, dass mir die Erlaubnis gegeben wird, herauszukommen. Ich werde herauskommen und ich werde auf der Erde wandeln. Dann, in einem Zeitraum von 40 Nächten, werde ich keinen Ort auslassen, ohne mich darin niederzulassen, außer Mekka und Taiba. Taiba ist Medina. Denn sie sind mir beide verboten. Wann immer ich eine von ihnen betreten möchte, treffe ich auf einen Engel, in dessen Hand ein blankes Schwert ist, und er wird mich davon abhalten, es zu betreten. Und wahrlich, auf jedem Bergpass davor sind Engel, die es beschützen, also Mekka und Medina. Als er mit seinem Stock auf die Kanzel schlug, sagte der Gesandte Allahs, also nachdem diese Geschichte erzählt wurde, Taiba bedeutet Medina. Wahrlich, habe ich euch dasselbe überliefert? Die Menschen sagten ja. Er sagte, der Hadith von Tamim verwunderte mich, denn in dem, was er erzählte, befanden sich Dinge, die ich über ihn, also den Dajjal, und über Medina und Mekka berichtete. Seht, es ist wahrlich im Meer des Scham oder im Meer des Jemens. Nein, vielmehr ist er in Richtung Osten. Und er zeigte mit seiner Hand Richtung Osten. Sie sagten, ich lernte dies vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auswendig. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist gewaltig, weil er sehr vieles über den Dajjal erklärt. Und wie gesagt, wenn wir nochmal das mit der Situation der Umwelt und Klimawandel und so weiter und so fort, ja, uns anschauen, können wir es auch heutzutage nachvollziehen, was es bedeutet, dass diese Flüsse nicht mehr da sind und so weiter und so fort. Erstens, vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, aber wenn die Geschichte richtig wäre, dann würde man ja zur Insel fliegen und hat sich die Sache erledigt und dann schießt man ein paar Fotos von diesem Dajjal. Wer sich mit Inseln beschäftigt hat, weiß,
Es gibt unzählige Inseln, die wurden noch gar nicht entdeckt. Genauso wie Höhlen. Weil das Problem ist, wir sind in einer Lage, wir sind überheblich geworden, dass wir denken, wir wissen jeden Fleck auf der Erde. Wir wissen noch nichts von der Erde. Es gibt Lebewesen, die wir überhaupt nicht kennen, auf dem Land und in den Meeren. Es gibt Höhlen, die wir nicht kennen. Es gibt Inseln, die wir nicht kennen. Schaut euch eine Doku über Inseln an oder über Höhlen an. Dann werdet ihr sehen, ja, da wurde eine Insel entdeckt. Ja, und da wurde eine Höhle entdeckt. Ja, da wurde ein Tier entdeckt. Ja, da wurde eine Pflanze entdeckt. Wir wissen noch nichts über den Planeten Erde. Das heißt, die Wissenschaft, auch wenn sie fortgeschritten ist, heißt das nicht, dass wir jeden einzelnen Fleck auf der Erde kennen. Und daher ist es eine Insel, die eben die Sahaba eben aufgrund dieses Unwetters gefunden haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch nicht detailliert beschrieben, wo sie ist. Ja? Richtung Osten, Richtung Jemen. Und daher, nur wenn der Einwand kommt, ja, aber dann würde man ja jetzt wissen, ja, Satelliten und so weiter, das bringt, Satelliten sind gut und man kann vieles erkennen, aber es heißt nicht, dass man alles und jeden Fleck auf der Erde kennt. Das ist schon mal Nummer eins. Nummer zwei, wie wir letztens über Al-Mahdi gesagt haben, bei den Schiiten, dass er schon lebt, bei den Sunniten sagen wir, er lebt noch nicht, also er lebt nicht seitdem die Schiiten es sagen. Es kann sein, dass er heute lebt. Ja? Aber er lebt nicht schon seit 1000 Jahren. So, und der Einwand war ja, dass sie sagen, ja, aber Sekunde mal, ihr Sunniten sagt, Ad-Dajjal lebt. Wo liegt jetzt der Unterschied? Und dann kommen die und sagen, guck mal, Mahdi ist ein edler Mensch, ein guter Mensch, ein rechtschaffener Mensch, der, da sagt ja, es ist nicht unmöglich, dass er schon ewig lebt. Und bei Dajjal, diesem schlimmen Menschen, sagt er, es ist möglich. Die Antwort ist, wir sagen das hier nicht aus unserer Neigung und einfach so, sondern wir sagen nur zu etwas, dass es tatsächlich ist, wenn wir einen Beleg dafür haben. Grundsätzlich gilt, dass die Menschen nicht ewig leben oder die Lebewesen, außer wenn wir einen Beleg haben. Die Engel, die leben. Das heißt, bis sie eben sterben, Yawm al-Qiyamah. Die Iblis lebt bis Yawm al-Qiyamah. Woher haben wir das? Aus Koran und Sunna. Ad-Dajjal, da haben wir das aus diesem Hadith, dass er eben schon lebt. Es gibt, wie ich bereits erwähnt habe, eine Ansicht, dass Al-Khadir, alayhi salam, der Musa begleitet hat, oder den Musa begleitet hat, lebt. Aber die meisten, also viele Gelehrte sagen, nein, das ist nicht richtig. Warum? Weil der Prophet, sallallahu alayhi wasallam, sagte, wie ich schon mal erwähnt habe, eines Abends, er sagte, in 100 Jahren wird niemand leben, der heute lebt. Gemeint ist was? Natürlich von den Menschen, nicht, dass jemand sagt, was mit Iblis. Er redet hier von den Menschen auf der Erde. Also, und Ausnahme 2 ist der Dajjal natürlich. Rasul sallallahu alaihi wasallam weiß ja, dass der Dajjal schon existiert, denn diese Aussage, dass alle in 100 Jahren nicht mehr leben werden, das war ja ungefähr ein Monat vor dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wusste eben, oder Allah azza wa jalla hat ihm erklärt, dass in 100 Jahren diese Menschen nicht mehr leben. Das bedeutet, Ausnahme, die erwähnt wurden, dass sie länger leben werden, wie eben Ad-Dajjal. Der Dajjal wird aus dem Osten hervortreten, wie er selbst gesagt hat, und nämlich aus Khurasan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das. Der Dajjal wird aus einem Land im Osten hervortreten, welches Khurasan genannt wird. Es folgen ihm Völker, deren Gesichter wie lederbezogene Schilder aussehen. Also das ist eine Beschreibung für die Menschen aus dem Osten, die ihm dann auch folgen werden. Allerdings wird seine Angelegenheit erst allgemein bekannt, wenn er an einem Ort zwischen dem Irak und Großsyrien gelangt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er wird auf einem Weg zwischen dem Irak und Ascham hervortreten.
Er wird rechts und links Unheil stiften. O Diener Allahs, so seid standhaft. Wir sagten, o Gesandter Allahs, wie lange bleibt er auf der Erde? Er sagte, 40 Tage. Ein Tag wie ein Jahr. Ein Tag wie ein Monat. Ein Tag wie eine Woche. Und die restlichen seiner Tage sind so wie eure. Wir sagten, o Gesandter Allahs, an diesem Tag, der so lange ist wie ein Jahr, genügen uns da die Gebete eines Tages? Er sagte, nein, sondern schätzt es ab. Wir sagten, o Gesandter Allahs, wie schnell wird er auf der Erde sein? Er sagte, wie Regenwolken, hinter denen der Wind weht. Erst einmal schaut euch an, wie die Sahaba sofort an das Gebet dachten. Ein Tag wie ein Jahr. Jeder von uns denkt, Allahu Akbar, ein Tag, ein Jahr, boah, wie lange ist das? Wie Sonne, wie geht das? Wo ist dann Nacht? Und die Sahaba ist Erste, Rabbi, ja Rasulullah, wie sollen wir beten? Deren Herzen hängt am Gebet. Für sie ist das Wichtigste, der Dajjal, okay und so weiter, aber wir müssen beten. Wie sollen wir denn das machen? Und da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er schätzt es ab. Und schaut, wie der Islam aufgebaut ist, sodass er Lösungen bietet für alle Fälle, die eintreten werden bis Yawm al-Qiyamah. Denn heute wissen wir, in den nördlichen Gebieten gibt es Gebiete, bei denen ein Tag ein halbes Jahr lang ist. Die Sonne geht da nicht unter. Und ein halbes Jahr ist Nacht. Das bedeutet, wie sollen die beten? Hier gibt es unterschiedliche Ansichten der Gelehrten, die von diesem Hadith abgeleitet sind, weil er sagte, schätzt es ab. Entweder man nimmt den letzten Tag als Maßstab, in dem es geordnete Verhältnisse gab. Der letzte Tag, an dem noch die Sonne und der Mond und so weiter alles in Ordnung war. Dieser Tag, die Gebetszeit, der letzte Tag, 17 Uhr war Maghrib, 19 Uhr war Isha und so weiter und so fort, 7 Uhr war Subh. Diese Zeit nimmst du und wirst dieses Jahr lang so beten. Oder eine zweite Ansicht besagt, wir nehmen den nächsten Ort, an dem die Verhältnisse richtig sind. Das heißt, die Leute, die in nördlichen Gebieten, ja, also Schweden und so weiter und so fort und noch nördlicher beten, wie machen die das? Die nehmen die nächste Stadt, die am nahesten ist, in der die Verhältnisse normal sind. Das ist auch eine Möglichkeit, um abzuschätzen. Die dritte Möglichkeit, wir nehmen Mekka als Maßstab. Ummul Qura, die Mutter aller Städte. Und die Zeit, in der Mekka, Maghrib ist und Dhuhr ist und so weiter und so fort, die wird als Maßstab genommen. Das sind unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Wenn die Stunden, die Zeit, die Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr normal ist, wie dann verfahren wird. Ja? Das heißt, in nördlichen Gebieten gibt es ja das Problem mit dieser Rötung des Himmels, dass das nicht komplett verschwindet. Denn Salatul Isha ist ja wann? Wenn die Rötung komplett verschwunden ist. Aber wenn diese Verhältnisse nicht richtig sind, dann verschwindet dieses Licht nicht richtig und es fängt schon wieder die Morgendämmerung an. Ja, und das ist dann eben dieses Problem. Er wird so schnell sein wie Regenwolken. Heutzutage wissen wir, das ist möglich. Aber die Sahaba, guckt mal die Sahaba, was für ein Iman sie hatten. Sie mussten nicht erst Flugzeuge sehen und Raketen sehen, damit die nachvollziehen, dass der Prophet die Wahrheit sagt. Alayhi salatu wassalam. Der Prophet hat gesagt, Punkt, aus, Ende, Schluss. Und deswegen ist es sehr verwunderlich, wenn heutzutage Menschen kommen und sagen, aber Sekunde mal, dieser Hadith, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, Sekunde, leb mal 100, 200 Jahre und dann wirst du sehen, da gibt es eine wissenschaftliche Erkenntnis und zack, kannst du Allahu A'lam was machen. Zum Beispiel. Ja. Das heißt, die Wissenschaft kann vieles, eins kann sie nicht. Die letzten Tage gab es eine Entdeckung, und zwar haben sie das Altern an Mäuse
untersucht und gefunden, dass man das Altern einschränkt oder, bitte? Dämmt, ja, dass es nicht schneller wird, ja. Bitte? Verzögert, jazakallahu khairan. Möge Allah dich nicht verzögern, ins Paradies einzutreten. Und uns alle, ja Rabbi. Das ist eine super Entdeckung, ja. Also Jungs, ja, ihr werdet nicht so schnell 100, aber ihr werdet sterben. Wir werden alle sterben. Also vor dem Tod gibt es keine. Also das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Er sagte, für jede Krankheit gibt es eine Heilung, außer das Altern oder eben der Tod. Aber es kann natürlich sein, dass dein Herz mit 80 kannst du immer noch fünfmalige Saltos machen. Das kann sein. Yani, dass man, Allah iberg, ja, so Energie hat wie mit 20. Ja? Es mag sein. Und trotzdem wird er dann wegen dem Autounfall sterben, zum Beispiel. Oder Allahu A'lam wegen irgendwas anderes. Yani der Tod, der wird kommen. Aber es kann sein, dass man in Zukunft Sachen entdeckt, die wir heute nicht kennen. Und deswegen darfst du nicht ein Hadith oder eine Ayah ablehnen, nur weil deine paar Gramm da drinnen hier es nicht nachvollziehen können. Und so waren die Sahaba. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Punkt, aus, Ende, Schluss. So wird der Dajjal überall hinkommen, außer in Mekka und Medina. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, vor den Toren Medinas sind Engel, sodass weder Pest noch der Dajjal durchdringen können. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird keinen Ort geben, den der Dajjal nicht betritt, außer Mekka und Medina. Das ist die physische Form, wie der Dajjal von einem Ort zum anderen kommt. Er wird also an jedem Ort sein. Möge Allah uns vor ihm bewahren. Aber daneben wird seine Versuchung auch sich verbreiten. Das wissen wir ja heute mit Social Media. Ist ja alles möglich, oder nicht? Die alle versuchen, ob du willst oder nicht. Ja, zack, du willst Koran hören, zack, kommt die Werbung. Und jedes Mal ist am Anfang, konntest du einfach klicken, nein, jetzt musst du bis zum Ende. Und nicht nur das, zweite Werbung auch noch. Hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Du spulst vor, zack, Werbung, la ilaha illallah, hab ich schon gerade gesehen. Ich will das Ding nicht kaufen. Musst du noch mal sehen. Glaubt ihr, Dajjal, wenn er diese Technik findet, wird er sie nicht benutzen? Und das ist etwas Gefährliches, liebe Geschwister. Und deswegen müssen wir Allah anflehen, dass er uns rettet. Weil es gibt keine andere Lösung. Du kannst so schlau sein, wie du willst. Du kannst so viel wissen über die Religion, wie du willst. Wenn du nicht gerettet wirst von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist man verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Versuchung bewahren. Und an dieser Stelle, inshallah, machen wir einen Halt, bi'idhnillahi ta'ala, um über den Dajjal das nächste Mal weiter zu sprechen. Möge Allah uns vor der Fitna des Dajjal bewahren. Ja Rabbi, bewahre uns vor allen Versuchungen, den Offenkundigen und den Verborgenen. Ja Rabbi, stärke unseren Glauben. Ja Rabbi, hilfe uns, bei den Versuchungen standhaft zu sein. Ja Rabbi, mehre unser Wissen über die Religion. Ja Rabbi, lasse uns als Muslime sterben und als Muslime auferstehen und versammle uns mit den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in den höchsten Stufen des Paradieses. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.